Yannick Borgmann, wir stehen kurz vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Wir müssen noch einmal zurückschauen auf das Spiel in Groß-Asbach. Wenn du dein eigenes Spiel nochmal bewertest, wie hast du das gesehen? Nicht gut, ich glaube ausbaufähig, gerade im Defensivverhalten, wo sonst glaube ich meine Stärken liegen, habe ich an dem Tag ja nicht zu meiner gewohnten Stärke gefunden und in der entscheidenden Situation einfach die falschen Entscheidungen getroffen, auf den Ball gegangen, anstatt vielleicht lieber ein bisschen abzuwarten, und ärgert mich sehr, aber ich glaube, das ist jetzt vergessen und abgehakt. Hast du hinterher noch mit der Mannschaft gesprochen? Gab es Feedback aus der Mannschaft dazu? Haben die Jungs gesagt, ey, komm, abhaken? Ja, klar bekommt man da das offen unter der Wort von Spielern und Trainern, aber ich glaube, das brauche ich auch nicht unbedingt. Ich meine, ich weiß, was ich falsch gemacht habe, und ich werde alles dafür tun, dass ich Montag die Fehler abstellen kann und wieder der Mannschaft wie gewohnt helfen kann. Der Trainer hat gesagt, irgendwie, man darf auch nicht so viel erwarten von Yannick Borgmann. Er kommt ja aus der Westfalenliga, der Sprung ist ja schon gewaltig, und du hast dich ja bisher irgendwie relativ problemlos in die Mannschaft gespielt. Insofern wirst du das wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter sehen, oder? Genau, wie gesagt, ich habe schon jetzt ein paar Spiele gespielt, die auch, glaube ich, sehr in Ordnung waren oder auch gut waren, und dementsprechend weiß ich, was ich kann, dass ich auch in der dritten Liga mithalten kann, und deswegen sehe ich das jetzt nicht so dramatisch. Natürlich ärgert man sich ein, zwei Tage über so ein Spiel, aber ich glaube, dass die Mitspieler und die Trainer alle helfen, mich aufzubauen dann, und dass es dann wieder besser wird. Tat euch die Pause jetzt ganz gut eigentlich? Auf jeden Fall. Ich glaube, letzten Wochen waren schon viele Spiele, war auch gut, mal durchschnaufen zu können nach so vielen Spielen, über 90 Minuten, für mich persönlich, aber ich glaube, für die anderen auch. Und ja, wir haben wieder voll Lust, auch jetzt auf die Liga, voll Lust wieder auf 3 Punkte. Was hast du am letzten Wochenende gemacht, so ganz ohne Fußball? Oh, ja, ist natürlich immer, dann vermisst man auch schon den Fußball nach 2-3 Tagen wieder, aber ich habe Freunde getroffen, habe viel Zeit mit der Familie verbracht, bin ein bisschen rausgegangen, shoppen, einfach mal den Kopf frei bekommen und einfach mal nichts mit Fußball zu tun gehabt. Das tut, glaube ich, mal ganz gut in so einer Zeit. Und jetzt habt ihr Eintracht Braunschweig vor der Nase. 2 Tage dauert es noch bis Montag. Wird ein völlig anderes Spiel. Wird auch wieder ein harter Gegner. Trotz Tabellenschlusslicht darf man sich nicht täuschen lassen, oder? Genau, in der Liga kann, glaube ich, jede Mannschaft jeden schlagen. Und da muss man wieder von Anfang an hundertprozentig dabei da sein. Die Basics abrufen. Gerade auf dem Platz wird es, glaube ich, auch nicht einfach gegen eine Braunschweiger Mannschaft, die, glaube ich, schon ein bisschen in der Bedrängnis ist und unbedingt punkten möchte. Deswegen müssen wir uns voll konzentrieren und Vollgas geben, damit wir hier auch die 3 Punkte behalten können. Und, weißt du schon, ob du spielst? Nee, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich hoffe es. Alles klar, Yannick Borgmann, alles Gute für das Spiel und hoffentlich 3 Punkte. Vielen Dank, Dankeschön.